So, lala, mich blendet die Sonne nichtsdestotrotz. Oh, es ist richtig geiles Wetter, echt. Freunde, ich wollte bezüglich gestern vom Pokewalk noch was sagen. Ich war ja gestern und habe da auch ein Video gemacht. Ich weiß noch nicht, was als erster kommt, wahrscheinlich jeder Pokewalk. Es ist nur so, dass ich da richtig geile Eindrücke habe, weil ich sehr, sehr viele Menschen dort gesehen habe. Nicht unbedingt mit sehr vielen Menschen gesprochen habe, aber sehr viele Menschen gesehen habe. Von jung bis alt, groß und klein, Mütter mit Kindern, sicher schon Opa und Omas teilweise. Also es war sicher 1, 2, 3, 4 Leute dabei, die echt schon ein stattliches Alter gehabt haben, was aber gar nicht negativ gemeint ist. Ich finde nur, und das möchte ich in dem Video sagen, das absolut behindert, wenn man diese Leute, die Pokémon Go spielen, verurteilt. Nicht, weil ich selber einer davon bin. Ich habe früher schon Pokémon gespielt, wo ich quasi selber nur ein kleiner Scheißer war. Mit 13, 14 Jahren habe ich schon Pokémon gespielt, nur habe ich dort zumal die blaue und die rote Edition. Blau und rot, genau. Die blaue und die rote Edition gespielt und habe mich quasi von dem Trip nicht runterkriegen lassen. Es war so, dass ich gestern gemerkt habe, dass es überhaupt kein Verbrechen ist, wenn man Pokémon Go spielt. Und vor allen Dingen auch, dass es so viel Spaß macht. Und da waren nicht nur, weiß nicht, wie ich sagen soll, da waren nicht nur, wie gesagt, nicht nur alt und jung und nicht nur groß und klein und so weiter. Da waren auch wirklich, wirklich normal, ganz normale und die du im Leben nicht erraten würdest, dass die Pokémon Go spielen. Also ich war total fasziniert, wie viele verschiedene Leute es da waren und wie geil das Ganze war und wie viel Spaß es das gemacht hat. Wir waren da gestern von 16 Uhr bis um 20.30 Uhr, also richtig, richtig lange. Und das hat total Spaß gemacht, das war überhaupt nicht anstrengend, war überhaupt nicht, dass du sagst, oh scheiße, jetzt muss ich 3 Kilometer gehen, überhaupt nicht. Also das war richtig geil und ich verstehe nicht, wie man so primitiv sein kann, dass man das hatet, also das verstehe ich nicht. Ich meine, ich verstehe Hate sowieso nicht, weil für mich macht das keinen Sinn, wenn man einfach nur Dinge schlecht redet. Aber generell ist es ja so, dass man sagen muss, das Ganze wird ja nur gehatet, weil es so einen Erfolg hat. Weil halt einfach die Firma Niantic, oder wie die heißen, 200 Millionen machen. Scheißegal, ist ja wurscht. Ist ja auch nicht meine 200 Millionen, was sie kriegen. Und andere 200 Millionen, die das haten, ist auch nicht die Kohle verengt. Ist ja komplett wurscht, was die machen. Andere Firmen machen Milliarden mit Zigaretten oder sonst was. Hatet auch niemand. Oder fast niemand. Oder. Diese ganze Hate-Geschichte ist einfach nur traurig und erbärmlich. Ich meine, Internet ist geil, brauchen wir nicht reden. Wir haben krasse Vorteile und Internet ist lustig und Internet macht Spaß und YouTuber gibt's und alles logisch und alles cool, aber diese Haterei, das ist etwas, das habe ich. Für das habe ich noch nie Verständnis gehabt. Und gerade bei dieser Pokémon Go-Haterei, das macht überhaupt keinen Sinn. Weißt, man kann Sachen schlecht finden. Man kann Sachen kritisieren, man kann aber nicht Dinge ständig blöd reden, die einfach, ich weiß nicht, wie viel von diesen Hatern als schon bei Pokewalks dabei waren. Für mich war es gestern der erste Pokewalk und für mich war es sicherlich nicht der letzte Pokewalk. Der nächste, von wo wieder einer ist, bin ich sicher wieder dabei, weil ich gemerkt habe, dass es einfach riesen Spaß macht, da mit 30, 40, 50 Leuten, keine Ahnung, für es waren, ich glaube, irgendwo in der Mitte, also irgendwas zwischen 30 und 50 wird schon gewesen sein, wenn die miteinander Pokémon fangen gehen, das ist so normal dort. Wenn du mit dem Handy sicher schaust ins Handy und redest vielleicht weniger miteinander, aber trotzdem. Und was geil ist, Freunde, ich habe dort der Glumander und ein Bissersam gefangen. Das hätte ich sonst nie gekriegt. Also von dem her voller Erfolg für mich gewesen. Warum man schaut, ich weiß jetzt nicht, den Scheideweg links oder rechts? Schwierig. Ah, da hinten wird fleißig am Feld gearbeitet. Toll. Ja, das ist halt dieses dumme, sinnlose. Ja, haten ist immer sinnlos. Also es ist wurscht, wie man es genau schaut. Haten macht nie Sinn. Weil es einfach hirnverbrannt ist. Dinge schlecht zu reden, die man selber nicht kennt. Die man auch nicht versteht, weil vielleicht der Hater gerade erst 13 ist, wenn der 13 ist, wie soll denn der Pokémon verstehen? Pokémon war früher, wie ich 13, 14 war.
einfach extrem geil. Du hast die Pokémon gefangen, die Grafik war scheiße, aber es ist ja wurscht. Du hast die Pokémon gefangen und hast Spaß gehabt, die zu trainieren und dein Team aufzustellen und gegen die Trainer zu kämpfen und in der Arena zu kämpfen. Ich meine, da ist der Umfang bei Pokémon Go eh noch minimalst nur aufs Pokémon fangen und aufs Arena kämpfen beschränkt. Du kannst leider nichts handeln und nichts tauschen miteinander. Aber es ist trotzdem der gleiche Suchtfaktor dahinter und ich persönlich mag es gerne. Ich spiele es jetzt nicht ständig, aber ich mag es trotzdem gern. So. Ich weiß gar nicht. Wisst ihr, was das Geilste ist? Heute gibt es Essen bei der Oma. Alter, das wird so lecker. Das wird so lecker. Ja, ich würde sagen, schreibt es aber trotzdem vielleicht einmal eure Meinungen in die Kommentare zu dem Thema Pokémon Go. Wie gesagt, ich glaube, dass viele nicht verstehen und viele nicht auch nicht verstehen wollen, keine Ahnung. Ich glaube, dass das einfach so ein Problem ist, dass da viele einfach nur blind hinterher schreien. Aber es ist eigentlich immer so. Das ist ja gegen die LS-Community. Viele machen das einfach nur schlecht oder wollen das einfach nur blöd reden, keine Ahnung. Also folgerechtlich verstehe ich das. Ich werde das nie verstehen. Ich bin einfach so unverständlich für alles, keine Ahnung. Es liegt vielleicht an mir, ich habe keine Ahnung. Aber schade ist es trotzdem, weil die Leute, die da gestern waren, sicherlich nicht, weiß nicht, wie sagen sie, sicherlich Leute sind, die man nicht kritisieren muss für das, was sie machen, inklusive mir. Wir haben da gestern nichts Böses gemacht. Wir sind einfach nur mit unseren Handys eine Runde durch die Stadt gegangen. Und ich glaube nicht, dass das was ist in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, was man verurteilen muss. Handy hat jeder oder fast jeder, vielleicht nur minimal weniger nicht. Aber bin mir sicher, dass das eben was ist, was man nicht verurteilen muss. Weil ob man jetzt mit dem Handy durch die Stadt geht oder mit dem Fahrrad fährt oder sonst was, aber wenn man nicht rausgeht, dann wird geschimpft, wenn man nur daheim drinnen sitzt. Wenn man rausgeht, wird geschimpft, wenn man mit dem Handy rausgeht oder was auch immer. Und das Handy und Smartphone mittlerweile unsere täglichen Begleiter sind. Also bei wem die Geschichte noch nicht angekommen ist, sicher kann man es übertreiben. Aber du kannst alles übertreiben. Du kannst Sport übertreiben, du kannst, weiß nicht, Alkohol übertreiben, scheißegal, oder? Übertreiben kannst du alles. Und ob du jetzt übertrieben Pokémon spielst oder normal spielst, eigenartig. Naja, Freunde. Wie immer, schreibt mir eure Meinungen bitte gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt hoffentlich keine Schlange finden. Das ist das, was ich eigentlich nicht... Boah, wow, du fetter Grashüpfer, du. Da sind ein Haufen Grashüpfer, Freunde. Aber ich habe mich geschreckt. Gottes Willen. Ich habe mich erschrocken. Ich weiß gar nicht, wo es da hingeht. Ich gehe da einfach mal. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Oder ich weiß auch nicht, ob man mich hören kann. Aber ich glaube, weil der Wind ist gar nicht so krass. Da sind sogar Spuren des Traktors. Man nennt sie auch Traktorspuren. Ich bin ein Pfadfinder, Freunde. Ich kann den Pfad des Traktors finden. Ich weiß noch nicht, was für krasse Traktorspuren das sind. Ich weiß auch nicht, ob ich gleich auf ein wildes Traktorio stoße. Na, Spaß. Man muss nicht alles pokémonisieren. Da geht's runter. Ob ich da jetzt noch irgendwas entdecke, was mir Spaß macht, wage ich zu bezweifeln. Dann treten wir den Weg zurück an. Ja. Ich bin auf jeden Fall in der freien Natur. Bin auf jeden Fall draußen. Da hinten wird gebaut. iFreaks gebaut. Ach ja, schön. Aber ruhig. Ruhig und schön, Freunde. Das muss man wirklich... Ich glaube, hier wird Pokémon gar nicht funktionieren. Von der Technik her. Ich weiß nicht, ob man hier GPS-Empfang hat. Das Internet ist ziemlich bescheiden. Aber immerhin gibt es hier Leute mit Kameras in der Hand, die den Feldwegen auf und ab gehen. Ganz egal. Gut, ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Ist ja nicht selbstverständlich, dass ihr zuhört. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Boah, hey. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Da kommt nichts mehr Spannendes. Ihr könnt schon abschalten. Ich lasse nur ein wenig laufen.
weiß kaum. Ich glaube, da kommt noch was Spannendes, gell? Nein. Heute nicht. Ja, na passt, bis dann, tschüss.